So, dann hat die nächste Spontanaufnahme. Nein, das ist nicht das Richtige. Moment, wir haben es gleich. Ich dachte, ich bin schneller mit dem Öffnen. Hab wie immer falsch gedacht. Da. Hui! Ah, ich liebe diesen Startsound. Es ist so gut. Gut, apropos gut. Gut waren wir in dem Level noch nicht so ganz und das lassen wir jetzt auch erstmal aus, habe ich ja gesagt. Wir gehen einfach mal weiter nach oben. The Fast Man. Nee, das haben wir doch auch schon gespielt, oder? Wait. Ich habe kein Saves. Ich habe kein Save State gesetzt, kann das? Hä, wait, Moment, Reset. Habe ich kein Save State auf der Overworld gesetzt? Habe ich gespeichert? Habe ich gespeichert? Oh shit. Ja, gut, dann. Hallo. Dass der Sa also, ich verstehe die Soundeinstellungen irgendwie nicht. Manchmal wird es sofort. Also, manchmal. Re also, SNES 9X interessiert sich nicht für die Soundeinstellung, wenn man es zum Beispiel resettet. So, dann ist es plötzlich so: Hey, jetzt mache ich mal richtig laut. Okay, so. Also, ein bisschen lauter als bisher können wir es schon haben, aber das war gerade ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal durch The Fast Man durch. Hä? Also hat es keinen Autosave. Ich muss auf der Overworld speichern. Entweder mit Save State oder mit dem hier. Ja, stabil. Ja, aber das ging ja fix. Also, das ging ja ganz fix. Da würde ich jetzt hoffentlich nicht allzu große Probleme haben. Und ihr habt das Level bestimmt so gut gefunden, dass ihr das einfach nochmal sehen wollt. Ja. Spontanaufnahme beginnt super. Bin jetzt schon wieder richtig. Jetzt schon richtig Bock. Ach Mann. Okay, aber ja. So, zack, zack. Ups, jetzt habe ich hier einfach ein State gesetzt. Den braucht man natürlich nicht. Nein, okay, aber da waren wir schon fast wieder beim Midway. Nee, Quatsch, da kommt noch Yoshi, kommt vor dem Midway Point. Yoshi kommt noch vorher, genau. Und nach dem Midway war es dann aber auch überhaupt nicht mehr weit. Also, das ist ja wirklich ein ganz kurzes Level gewesen. Ich gehe davon aus, dass wir das so spätestens bei 6 Minuten dann haben. Yoshi! Ja, da sind wir schon bei Midway. Ja, okay, fast. Fast. Aber ich bleib dabei. Bei 6 Minuten haben wir das Level. Wir sind jetzt bei 3. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Bei 3, 3. Okay, 2 Minuten ist vielleicht ein bisschen knapp, um alles noch zu schaffen. Aber mal gucken. Mal gucken. Eigentlich. Oh, eigentlich sollte es möglich sein. Vor allem der zweite Teil war ja noch kürzer. Da war ja nur der Ballon am Schluss. Ja, okay, der Ballon am Schluss. Ja, okay. Ja, ich gehe auf 8 Minuten. So, also jetzt noch 4 Minuten, dann sollte das Level gelaufen sein. Und wenn dann 10 Minuten sind, sage ich, im Grunde haben wir das Level jetzt schon geschafft. Es liegt schon am Boden. So. Yoshi. Zack, zack. Yes. Nein. Ich hab den. Ich hab. Ich bin so blöd. Mann. Warum? Oh Mann.
So was Dummes. Verdammt. Ja, so macht man Spontanaufnahmen. Einfach extra Content, nochmal genau das gleiche Spiel von dem letzten Video. Perfekt. Ah, so. Aber ihr begleitet mich jetzt auf dieser Reise nochmal. Ich muss es eh spielen, dann kann ich es auch aufnehmen. Nein. Ich will es auch nicht mit Stage spielen. Das Level ist viel zu leicht für Stages. Sehe ich nicht. Und so wird man auch nicht besser. Weil sobald man anfängt wieder zu tricksen... God dang it! Sobald man anfängt wieder zu tricksen, wird man wieder schlechter. Na, du kannst noch so guter Kopfrechner sein, um hier mal wieder Mathe-Weisheiten rauszuhauen. Dieses Video, dieses Projekt ist ja bisher voll von Mathe-Weisheiten. Nein, nicht so ganz, aber egal. Du kannst noch so gut im Kopfrechnen sein, sobald du in der 8. Klasse den Taschenrechner bekommst, ist vorbei. Es ist grausam. Es ist einfach grausam. Heute in der 9. Klasse erst. 40 plus 60 ist 50. Genau. Du musst das in den Taschenrechner eintippen, um zu verstehen, dass es nicht 50 ist. Machst du nix? So. Mist. Ach ja, der Sprung war ja auch noch dabei. Ich glaube, den habe ich sogar als Thumbnail verwendet. Thumbnail. Ah, nee. Aber ich habe noch ist meine 8 Minuten sind noch möglich. Meine 6 Minuten, die habe ich schon überschritten. Da habe ich allerdings auch nicht damit gerechnet, dass ich so dumm bin und den Midway Point dreimal überspringe. Aber hey. Und wir sind schon im Ballon. Und danach kommt ja schon das Ziel. Ja, erst runter, dann hoch und dann... Also, noch sind die 8 Minuten möglich. Das wäre ja chillig. Und danach kommt halt wirklich schon das Ziel. Das ist ja wirklich ganz, ganz kurz nur. Jetzt muss ich noch die Shell anstupsen. Yo. Wie komme ich denn da dann so schnell wieder hoch? Wie habe ich das damals gemacht? Huch. Huch. Und dann muss ich mir wirklich angewöhnen, nach jedem Level... Also es gibt kein Autosave. Ich dachte, es gibt zusätzlich Autosave, aber ich muss speichern auf der Overworld. Okay. Ist ja gut zu wissen. Und vor allem dachte ich eigentlich, dass ich... Normalerweise setze ich immer einen State nach einer Aufnahme, aber... Ach, diesmal wurde... 8 Minuten! Nice! Zumindest die... Also die 8 habe ich eingehalten, die 6 hätte ich eingehalten, hätte ich diesen dummen Midway Point am Anfang nicht verpasst. Okay. Hätte ich sogar fast geschafft. Na gut. So. Jetzt kriege ich aber meinen Haken am Level wieder. Ey, gut, dass wir nicht mehr gespielt haben. Ey, das wäre ja... Da hätte ich jetzt ja so viel nachholen müssen. So. Dann hier erstmal save. Zack. Und wir gehen mal nach Lynx. Nintendesi Ruins. Okay, ich mache auch noch ein Overworld Save State. Sicher ist sicher. So. Ab dafür. Due to these pillars being really sticky, Boom can climb up and down them. Aha. Play around before going in the door. Okay. Ach so. Ah, die kleben einfach. Deswegen sticky. Aber nur an der Seite. Oh! Ah. Okay. You can't climb up sprites such as message boxes. Last block on a block snake and light switch boxes. Okay. Mhm. Den hätte ich drücken müssen. Ja, hier stoppen wir. Okay, ich verstehe. Da komme ich aber auch gar nicht runter. Ach so, der hätte den fressen müssen. Ja, I see, I see, I see. Gut. Oh, Timing. Timing.
Gott. Ja, wir haben rumgespielt, wir gehen in die Tür. Okay, Mega Man. Das übliche Wily-Theme. Oh mein Gott, ich muss hier... Oh. Okay, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich denke, das geht jetzt schon nicht mehr. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie... Okay. So, kann ich hier ein bisschen chillen? Ja, jein, ja, okay, verstanden. Aber da kann ich erstmal chillen. Auf dem... Nee, kann ich nicht, weil jetzt hier die Sägen da sind. Nein, ich kann nicht chillen. Okay. Da, da, du, 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 ups. Ah, ich kann ja gleich hier hin. Cool. Das macht es deutlich leichter und passt auch besser zum Rhythmus von den Sägen. Da, 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 da. Oh, das ist ein super geiler Remix. Mach euch das mal ein bisschen. Bisschen lauter, denke ich, kann man die Musik noch machen. Ein bisschen geht noch. Er dreht ja nicht gleich durch, wenn ich es jetzt ein bisschen höher stelle. So. Ihr dürftet mich immer noch. Ja, ja, ihr hört mich noch laut genug. Ja, wenn wir schon so einen geilen MSU1-Patch hier drin haben, der die Musik deutlich genialer macht, dann kann man da auch ein bisschen aufdrehen. Aber sag mal, wie habe ich das vorhin gemacht, dass ich da direkt rübergekommen bin? Hochgekommen bin. Und da habe ich ein bisschen gewartet. Ah, ich könnte auch ein bisschen warten. Okay. Oh, der ist so gut, der Remix. Ich habe das Lied zwar schon echt überhört, aber... Der Remix ist echt nice. Und da kann ich hochlaufen. Ach Mensch, ich könnte... Ja, ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, wie ich es time. Aber wenn ich sofort weiter... Ja, doch, sofort weiter ist der way to go. Okay. Dann fallen da Stacheln runter. Also da muss ich dann auch schnell sein. Okay, da klettern wir lieber ein bisschen hoch. Oh, es spielt sich so flüssig. Es ist so gut. Nein, zu... Okay, da muss ich aufpassen. Oh, da muss ich wieder richtig gut timen. Dass die Snake weitergeführt wird. Aber wenn man mal in diesem Rhythmus drin ist, es spielt sich so gut. Mama! Oh Gott, okay. Das wird interessant. Ich denke aber mal, da oben dürfte dann auch bald der Midway kommen. So vom Gefühl her. So vom Gefühl haben wir dann ungefähr eine Levellänge erreicht, wo ich gerne den Midway hätte. Und bisher kam der Midway immer ganz gerne dann, wenn ich ihn wollte. Schauen wir mal, ob das Spiel sich dran hält. Dass nach der Springboard-Passage der Midway kommt. Ich könnte es mir denken. Also es würde zumindest passen, so vom bisherigen Mist. Verlauf der Level. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich irgendwo einen Mond sehe oder irgendwo anders hinklettern kann, weil das wäre ja natürlich prädestiniert für Monde. So viele Lücken, wie es hier gibt. Moin. So viele Lücken, wie es hier gibt überall, ne? Dass man da irgendwo woanders hinklettern kann, aber bisher habe ich nichts Mondtechnisches gesehen. Auch nicht irgendwelche anderen Möglichkeiten. Und bisher waren ja die Monde, die wir gesehen haben, eigentlich wirklich immer ganz gut zu finden. Also, ich glaube, ich bin da viel zu paranoid, was das angeht. Das hat Twakes auch schon geschrieben. Und ihr habt bisher auch nicht geschrieben, dass ich Monde verpasst habe. Also, vermutlich habe ich bisher gar keine verpasst und sind halt wirklich nicht in allem Level Monde. Kann ja sein. Und ich finde es ganz cool, dass dieses Musikgimmick und dieses Gimmick in dem Schloss mit den Shells, die man da spawnt,
auch jetzt nicht so gut bei euch ankam, dann bin ich da nicht so... Oh mein Mist! Wobei, hä, es ist ja egal. Wait. Ah, nee. Ist nicht egal, das muss da oben dann den Stein wegfressen. Aber wenn ich es nicht schaffen sollte, den rechtzeitig zu drücken, dann kann ich trotzdem die Stelle mit dem P-Switch, Springboard üben. Mist. Also das geht auf jeden Fall. Mist. Spielt sich noch ein bisschen besser, wenn man vorher kurz hochklettert an der einen Stelle bei der Säge, bevor man springt. Das ist noch besser. Weil man dann nämlich mehr... Ja, 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 mein Gott! Nein! Okay, egal, wir spielen die Säge. Das Springboard, den Springboard-Teil. Dann können wir das mal in Ruhe üben. Oder auch nicht. Dann üben wir es halt nicht in Ruhe. Das meinte ich. Wenn ich da kurz ein bisschen hochklettere, ist es noch viel besser zu spielen. Mist. Aber das Level hier ist doch prädestiniert, um irgendwo den Mond zu verstecken. Also wäre ich Entwickler, würde ich in dem Level definitiv einen Mond verstecken. Und zwar verstecken, nicht nur so auf dem Weg mitgeben. Ach, scheiße. Ja, wir können jetzt das Springboard üben. Können wir nicht. So. Der Anfang spielt sich so gut. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist ein Gefühl, wenn man das spielt. Das ist sensationell. So. Okay, natürlich klappt es jetzt. Wieder zu hoch. Okay, aber so weit waren wir schon lange nicht mehr. Das ist Progress. Mist. Ticken zu langsam. Wir können das Springboard wieder üben. Vielleicht diesmal. Okay, so. Wie geht's weiter? Also man geht hier hoch, dann geht man hier rüber und jetzt müsste halt der wegge... Okay, der ist jetzt nicht weggefressen, aber ich komme mal den mit... Ach so. Okay. Frage. Oh, schade. Ich wollte schon sagen, da ist doch dann bestimmt hier unten irgendwas, aber nein. Okay, und dann frisst er das hier weg. Dann frisst er das Zeug hier weg und dann kommt man da oben rum. Und da kommen einfach nochmal Stacheln runter, stabil. Okay, und da kommt tatsächlich der Midway. Mein Gefühl war genau richtig, dass nach dem Springboard-Abschnitt der Midway kommt. Sehr schön. Es ist nämlich genauso die Levellänge, wie ich es Save Stateless akzeptieren kann, im Sinne von, ich krieg's irgendwie schon hin. Es fühlt sich jetzt nicht komplett unfair an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es passt. Es passt einfach. Ich muss warten. Okay. 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 Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Nein! Okay. Ich würde sagen, können wir üben, aber hat sich erledigt.
Fast. War fast richtig. Okay, jetzt beim zweiten Mal ist es nicht mehr so lustig. Da ist es dann eher peinlich. Ich dachte, das passiert mir nur einmal. Kann ich den nicht sogar schon eher drücken, den P-Switch? Ist es nicht eigentlich sogar egal? Nee, es ist nicht egal, weil wenn ich ihn zu bald drücke, läuft er zu bald aus und dann läuft es über die Münze nicht weiter wahrscheinlich, ne? Irgendwie so. Ja, also zu spät ist auf jeden Fall Kacke. Ob zu bald, müssen wir noch rausfinden. Aber ich glaube, doch, klar ist auch zu bald Kacke. Am besten, ich probiere es einfach mal, um es zu klären, weil hinkommen tue ich ja immer. Also, zu dem P-Switch-Teil zu kommen, das ist ja wirklich nur Laufweg. Ja, genau. Dann hört er auf. Wie erwartet. Okay. Gut. Lieber einmal wirklich probieren. So, scheiß drauf, sind jetzt ein paar Sekunden, die ich wieder da hochlaufe. Der Anfang ist ja wirklich, ist ja ein Spaziergang. Also, ist ja nichts, was man beachten muss. Die einzig schwierige Stelle ist da oben. Die ist halt kein Die ist halt kein Spaziergang. Aber alles andere ist ja easy peasy hier. Zack, 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 zack. So. Jawohl. Doch hier ist dann halt nicht mehr easy. No! Ich springe ab jetzt nur noch von unten dagegen. Das kann doch nicht wahr sein. Huch. Irgendwie hat er das Dreieck nicht laufen wollen. Okay. Jetzt war ich zu aufgeregt. Jetzt habe ich so auf das Nehmen vom Springboard gefailt, dass ich jetzt wieder zu aufgeregt an der Stelle werde. Und dann erst recht faile. Ha, so. Ich krieg zu viel. Gott. No! Können wir jetzt bitte... Das kann nicht wahr sein. Seit es jetzt einmal passiert ist, geht nichts mehr. Weil es jetzt jedes Mal passiert, das gibt's doch nicht. Muscle Memory in der falschen Variante. Das solltest du dir nicht merken. Du solltest dir bitte merken, wie ich es richtig mache. Nicht, wie ich es falsch mache und dann immer wieder wiederholen. Ach, Menschenskinder. No, was? Mann.
So. Nein! Ah, zu niedrig. Aber wir haben das Springboard mal wieder bekommen. Das ist doch schon mal was. Okay, aber wir können üben. Ja, klar klappt's jetzt. So, dann schnell hier hoch. Und dann hier mit dem Ding mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier kann ich ja nicht hin normalerweise. Also normalerweise... Oh, Mist. Ich muss ja dahin. Ich muss dann nur wieder gleich rechts wahrscheinlich weg. Ich glaube, rechts fällt die Stachel nicht runter. Das müsste reichen. Das ist das Problem, dass ich es noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich ausweichen muss vor der Stachel. Aber ansonsten sollte es passen. Also ich sag mal, bis spätestens 30 Minuten haben wir den mit Waypoint mitgenommen. Also nicht in 30 Minuten, sondern bis zur Zeit 30 Minuten im Video. Spätestens. Ich hoffe eher. Ich hoffe eher. Ach, jetzt mache ich hier oben Mist. Das ist so eine dumme Stelle. Nicht drüber springen. Wie oft will ich in die Stachel noch reinspringen? Wieso sterbe ich jetzt am Anfang wieder öfter? Da gibt's nichts zu sterben. Der Anfang ist super einfach. Da gibt's nichts zu sterben. Ab hier kann ich failen. Vorher nicht. So wird es nichts mit der halben Stunde, weil wir doch eine ganze Weile brauchen, bis wir oben sind. Es kostet leider einiges an Zeit. Nein! Das hätte die halbe Stunde werden können. Jetzt wird es nicht mehr die halbe Stunde. Schade. Ich bin zu langsam. Ach, ich knall eh in die Stachel rein. Gott, wieso kann ich denn sowas nicht? Wieso kann ich solche Sprünge nicht? Wenn es einfach nur so ein bisschen die Höhe bestimmen ist, bisschen links und rechts drücken, da steigt es schon wieder aus bei mir. Oh.
Mann! Zu lange warten. Okay. Nein! Schlecht. Scheiße. Ach, komm schon. Es ist doch echt nicht mehr schön. Okay. Oh Gott, ich hab's fast runtergeschmissen. Okay. Noch einer? Nein. Puh, okay, 31 Minuten. Naja. So, was jetzt? Okay, hi. Also, da schnell ran. Da schnell ran. Da schnell ran. Okay, so weit, so gut. Ich überlege gerade, ob man da irgendwie rein kann. Na, aber da kann ich nicht. Also, ich wüsste nicht, wie ich hier... Nee, da kommt man niemals durch. Ist okay. War nur eine Idee. Wegen Mond, aber nee. Das sieht nur so aus, als ob man da rein könnte. Hey, ja, moin. Okay. Der Anfang ist schon mal gemeiner als der Anfang unten. Da werden wir öfter sterben. Die Frage ist, was noch alles kommt. Manchmal macht er ja auch... Was heißt er? Doch, er heißt Sweet Dude. Manchmal macht er ja auch... manchmal macht er ja auch einen relativ kurzen Abschnitt nach Midway. Wie bei dem Running Level, was wir vorhin hatten. Das ist ja auch ein relativ kurzer Abschnitt nach Midway gewesen. Der es dafür halt in sich hatte. So. Das hat es der ja auch einfach in sich und da kommt dann gleich das Ende. Man weiß es nicht. So, nein! Okay. Auf jeden Fall kommt dann wieder eine Block Snake. Zum Glück muss ich die nicht selber steuern. Das wäre es noch. Ba, 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 ba. Ach Mann. Alter, Timing. Ich kann's Timing nicht. Ah! Okay. Okay. Den. Und dann hier runter. Und dann hoch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Verstanden. Na, das muss man erstmal rausfinden. Aber jetzt weiß man's. Okay. So. Runter. Hoch. Drauf. Wohin? Scheiße. Aber ich habe einen Mond gesehen. Ihr auch? Habe ich den mir eingebildet oder war da ein Mond? Habe ich irgendwie eine Stachel mir als Mond eingebildet oder war da wirklich ein Mond? Da war ein Mond. Ich glaube, da war ein Mond. Da sind... Okay, da ist ein Mond. Wir wissen jetzt, in dem Level ist ein Mond. Wir wissen auch, wo er ist. Aber ich schätze, da kommen wir nur von oben ran. Schnell! Okay. Puh. Ja, da kommen wir nur von oben ran.
Weil an der linken Seite sind Stacheln, da komme ich nicht hoch. Das. Nee. Nee, keine Chance. Nein! Oh, wobei. Wir können mal gucken, was noch so kommt. Ich meine, das Ding fährt jetzt hoch, so das wissen wir. Oh, scheiße. Also üben können wir auf jeden Fall, wenn wir den Block verpassen sollten. Sogar weniger hektisch, weil wir dann keinen Zeitdruck haben, weil es eh nicht weitergeht. Lul. Naja. Nein! Ich hab nur drauf gewartet, dass das passiert. Mist. Ah, ich wollte es nicht verschreien. Und jetzt ist es trotzdem passiert, obwohl ich es nicht verschrien habe. Aber jetzt bin ich jedes Mal dann bei der Stelle auch wieder aufgeregt. So, also ich muss hier runter, dann hier ran, dann hier ran, dann darüber. Okay, und dann hier hoch, hier hoch, hier hoch. Okay. Ja, ich habe mir jetzt erstmal den Mond gecatcht. Keine Ahnung, vielleicht ist da oben schon das Ziel. Könnte sein. Weil dann ist jetzt wieder nur P-Switch-Timing und der Mond war bisher oft vom Ziel. Aber ich war jetzt gedanklich erstmal beim Mond. So, ne? Konnte mich jetzt nicht gleichzeitig auf den P-Switch konzentrieren. Es war einfach nicht drin. Aber timingtechnisch war das machbar. Also die Snake kam schon rechtzeitig hoch. So, das hat gepasst. Ich hätte mich sogar ein bisschen... Also ich hätte noch ein bisschen trödeln dürfen, bis zum P-Switch zu kommen. Okay, das war knapp, aber hat gepasst. So. Nein, zu bald rüber. Da bin ich auch ein bisschen zu bald gesprungen. Mist. Mist. Nein! Nein! Okay. Mann, der zweite Sprung da. Gut. Gut. Yes. Oh, ich kann direkt... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich muss direkt... Ah ja, okay. Yes. So. Zum P-Switch kommen wir auf jeden Fall wieder. Jetzt nur gut timen. Dass er das wegfrisst. Okay, und jetzt haben wir ja erstmal... Yes, es ist, wie ich es gesagt habe. Oh, yes. Nice. Puh, schön. Dann können wir uns noch kurz den Mond... Da kam jetzt ein automatischer Save, aber kam der damals nicht, als wir The Fast Man gespielt haben? Ich verstehe nichts mehr. Ist egal.
dann gucken wir uns noch den nächsten, das nächste Tipp an. Den nächsten Tipp. Okay, ich sterbe im Mondlevel stabil. So. Have you been grabbing the gold tape? Manchmal, nicht immer. Have you been grabbing the gold tape? Grabbing. Manchmal, aber nicht immer. Muss ich immer das Gold? Nee, wäre Quatsch. Okay. Gut, aber dann geht's nächstes Mal. Nee, wo waren wir denn gerade? Auf welchem Weg? Wir waren woanders. Auf irgendeinem. Da oben waren wir auf dem Weg. Dass ich weiß, wo ich weitermache. Yoshi Breeding Land ist dann das nächste Level. Danke fürs Zuschauen und tschüss.